Hey und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auch mal zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Und ich muss sagen, ein Großteil der Zuschauer von Meinungsbürgern kennt doch wohl diese Situation hier. Also ich finde dieses Verhalten nicht gut, einfach nur weil... Meiner Meinung nach sollte man das auf jeden Fall anders machen und ich hätte folgenden Vorschlag. Person X hat leider Y getan. Und holy shit, dann kommt die Totenarmee aus ihren Gräbern. Und glaubt, dass ich dich mit einem riesigen Spam an Kommentaren davon überzeugen kann, dass du keine Ahnung hast. Und dabei benutzen sie immer wieder sinnlose Argumente, die aber bei einem Unwissenden so klingen, als wären sie völlig sinnvoll. Die guten alten Totschlagargumente. Und mit genau diesen beschäftige ich mich in diesem Video. Aber vorweg, warum bringe ich auf einem FIFA-Kanal so ein Video? Ganz einfach, weil ich auch eine Meinung habe. Und wieso bringe ich eigentlich dieses Video? Diese Totschlagargumente werden in etlichen Situationen gegen KuchenTV und andere Meinungsblogger gebracht. Menschen, die sich mit dem Content befassen, wissen zwar, dass das Quatsch ist, aber trotzdem hört man solche Argumente tagtäglich und es nervt immer wieder dagegen zu argumentieren. Deshalb gehe ich in diesem Video allgemeingültig auf die häufigsten ein und dann kann man dieses Video immer wieder zur Erklärung nutzen, warum es eben Schwachsinn ist. Aber ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir an. Das wohl beliebteste und gleichzeitig dümmste Totschlagargument gegen KuchenTV ist in vielen Formen und Arten zu finden. Je nach Coolness und Triggergrad des Anwenders kann es wie folgt lauten. Du verbreitest negative Vibes, du verbreitest Hass, du kleiner Kleck willst du andere ficken, du Hurensohn willst nur trollen und triggern. Und all diese Aussagen versuchen eigentlich nur die berechtigte Kritik zu stoppen, indem sie nicht auf die Kritik eingehen, aber den Meinungsblogger damit diskreditieren wollen. Denn wer hasserfüllt ist, trollt und triggert, dem glaubt man nicht. Eindeutig Sprichwort des Jahres. Das Diskreditieren in diese Richtung funktioniert leider oft erstaunlich gut, weil es so eine Zeit in der Meinungsblogger-Szene auch wirklich mal gab, aber dazu später mehr. Doch der Faktencheck zeigt, dass KuchenTVs Videos in letzter Zeit nie stark beleidigt haben. Er kann sehr sachlich sein, ist aber dabei nicht todernst. Man muss seinen Humor natürlich nicht feiern, aber deshalb ist er noch lange kein Troll. Wieso? Wenn er Witze macht, ist es im Normalfall immer als ein solcher zu verstehen und leicht zu erkennen. Und ich finde auch, er hat alles Recht dazu, solche Witze zu machen, denn er legte genau denselben Maßstab auch an sich an und nimmt sich selber nicht zu ernst. Außerdem ist meiner Meinung nach diese Meinungsblogger-Szene ein wichtiger Bestandteil des deutschen YouTube-Kosmos. Wegen ihnen ist YouTube Deutschland ein wenig, naja, wie soll ich das sagen, sauberer. Es gibt eine Instanz, die Vergehen, Straftaten und das Verarschen der Community aufdeckt. Das ist gut und hat nichts, rein gar nichts mit Hass zu tun. Diese Argumente werden zumeist von ihm verwendet. Es beinhaltet das krampfhafte Suchen nach Fehlern in der Vergangenheit von KuchenTV. Aber um euch das nochmal zu zeigen, hier ein How to Imp Tutorial. Und damit hallo und herzlich willkommen beim How to Imp. Und ihr seht hier schon einen grundlegenden Fehler. Warum sind hier solche neuen Videos oben? Sortiere nach Älteste zuerst, würde ich sagen. Da kommen wir nämlich dann zu Stoff, der wirklich reinballert. Und das sieht schon besser aus. Und jetzt müssen wir nur noch einen Fehler rausfinden. Und dabei ist es doch völlig egal, ob er dann schon mal zugegeben hat und wie alt dieser Fehler ist. Man muss ihn einfach nur oft genug ausgraben und dann klingt er auch gleich viel logischer. Einfach jegliches Einlenken des Meinungsblockers ignorieren und et voilà, Tim steht endlich schlecht da. Nun ja, das denkt zumindest Imp. Fakt ist aber, dass KuchenTV alle diese Fehler, die er immer wieder aufwärmt und denkt, dass er ihn damit fickt, schon lange zugegeben hat. Und damit sollten sie eigentlich aus der Welt sein. KuchenTV ist einfach in seiner Zeit als Person des öffentlichen Lebens gereift und macht solche Fehler schon lange nicht mehr und versucht sie auch zu verhindern. Sein Problem ist einfach nur, dass man eben diesen Prozess live miterleben konnte und ihm deshalb jetzt immer wieder dieselben alten Fehler vorgehalten werden, obwohl sie schon lange keine Gültigkeit mehr haben oder irgendwas zerstören. Und selbst die Meinungsblogger-Szene hat dieses Argument befeuert, als sie noch an den Kinderschuhen steckte und sich selbst als Kanalzerstörer-Szene bezeichnet hat. So eine Zerstörung eines Kanals ging natürlich nie ohne Beleidigung. Aber dieses Selbstverständnis hat sich schon lange geändert. Diese Beleidigungen gibt es nicht mehr, vor allen Dingen nicht bei KuchenTV. Und er sieht sich einfach nicht als Kanalzerstörer, sondern es ist einfach nur jemand, der über YouTube-Themen aufklärt. Dieses zwangsweise Festklammern an Dingen, welche vor Jahren passiert sind, zeigt für mich eigentlich nur ein was. KuchenTV bietet heutzutage so wenig Angriffsfläche, dass man immer wieder in seiner Vergangenheit wühlen muss. Und das tausendmal aufwärmen muss und denkt, dass es endlich besser ankommt. Und damit geht es sogar schon zum Totschlagargument Nummer 3.
Darauf muss man gar nicht groß eingehen. Dieser Punkt ist kurz und knapp mit zwei Fakten beantwortet. Wenn Kuchen-TV so kritikunfähig ist, wieso schaut er sich dann in seinem Stream so oft Kritikvideos an, welche wenige Views haben und ihn niemals stören würden, da sie niemals eine Reichweite erreichen würden, die ihn irgendwie angreifen könnte? Und warum hat er schon gefühlt 100 Dinge und Fehler zugegeben, hat daran gearbeitet und hat sie verbessert? Mach's selber wahr. Genauso beliebt und vielseitig einsetzbar ist das Hochziehargument. Dabei stelle ich mir eine grundlegende Frage. Angenommen, es wäre so, was ändert das an seiner Kritik? Aber diese Betrachtung ist hinfällig, da man mit kurzem Nachdenken bemerkt, dass er sich nicht hochzieht. KuchenTV könnte doch leicht bei einem großen YouTuber blasen, anstatt ihn zu kritisieren. Durch die Kritik macht er sich doch nur Feinde in der Fanbase des jeweils anderen YouTubers. Von daher ist dieses Argument schon totaler Quatsch. Aber dann gibt es ja noch die Aussage, er schreibt große Namen in den Titel und nur deshalb werden seine Videos geklickt. Dann stellt man sich aber die Frage, wieso nicht dieses Video mit einem Namen im Titel Millionen Klicks macht. Meines hier ja auch nicht. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never run. Aber nun gut, kommen wir zum letzten Totschlagargument. Ja, das gute alte Totschlagargument, mach doch mal eigene Videos. Aber dabei macht er es doch. Er recherchiert selbst, erfindet eigene Witze und Sketches, stellt sich vor die Kamera und erschafft einen aufklärenden und humorvollen Content und unterhält damit seine Zuschauer. Genauso hat er auch eigene Formate, welche nichts mit anderen YouTubern oder anderen Themen zu tun haben, wie seine Choke Your Lives, eigentlich damals, und seine Fails-Formate. Also ist auch dieses Argument totaler Quatsch. Na gut, dann haben wir es ja auch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert nicht diesen Kanal, weil es ja eigentlich nur um FIFA geht und solche Videos eine Ausnahme bleiben werden. Haut rein, euer Erzler Games.